Geräusch hat sich verändert. Da. Ah, Leute, Leute. Ich krieg den Wagen immer nicht weg. Der ist einfach fest. Der muss hochpumpen. So, hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir müssen schnell sein. Hört ihr das? Ja, das ist kein undichter Schlauch vom Luftkompressor. Nein! Ich habe hier eine E-Klasse mitgebracht mit Luftfederung hinten. Und das Problem ist, das dauert, ich sag jetzt mal so 2 Minuten und dann ist er ganz unten. Bevor er die Hinterachse neu gekriegt hat, also vor circa einem Monat, die war nämlich durchgerostet, war das noch so, dass man 1-2 Tage warten hat können. Ist heute nicht mehr. Und wir schauen uns an, wo es herzischt. Denn, hört euch das mal an. Ja, das kann ja nicht so schwer sein zu finden, oder? Also, ab ins Loch. So, weil es hier auch unter Wasser stand, habe ich kein Licht in der Grube, also ich muss mir eine Lampe behelfen. So, also es zischt hier aus diesem Bereich. Oh ja, Achse hat er neu gekriegt. Hoho, schaut euch das an. Alles voll mit frischem Wachs. Oh, sag bloß, ist der Fehlluftbalk. Das ist nicht so cool, oder? Oder was ist es? Irgendwo ist hier, ich glaube, ich muss den Federbalkschutz abbauen, um zu sehen, was da undicht ist. Vielleicht ist sogar der Balk kaputt oder so. Problem ist, von hier sieht man gar nichts. Gar nichts. Ich habe hier gedacht, weil hier ist der Kompressor irgendwo versteckt. Also hier, diese Steuereinheit. Ne, hier. Seht das so? Hier ist diese Steuereinheit versteckt. Ich hatte gedacht, dass hier vielleicht irgendwo ein Schlauch undicht ist. So, hier ist nämlich das Magnetventil fürs Luftfahrwerk. Aber hier ist nichts. Dort zischt es. Ich mache mal eben Wagenheber und hoch. So Leute, also, ich habe natürlich schon mal ein Auge drauf geworfen. Ich habe euch das Video von früher gar nicht gezeigt. Und zwar war hier das abgerissen und da hatte hier so ein Loch, ein durchgehendes Loch. Hat er natürlich inklusive der Achse neu gekriegt. Problem ist jetzt allerdings, um dieses Teil, man sieht es hier, ist auch alles neu. Ne, hier haben sie auch vorsichtshalber so ein Kunststoffding nicht reingemacht. Und das muss alles neu und muss natürlich auch alles ab. So, und jetzt zischt er da irgendwo. Wo zischt er denn? So, in der Regel sagt man, okay, der Luftbalk geht kaputt, aber der ist ja eigentlich gut geschützt mit diesem Mantel, kann also kein Dreck drauf. Eine geile Suchoption ist zum Beispiel so ein Schaum, Multischaumspray. So, oh, Geräusch hat sich verändert. Was haben wir denn da? Da. Ah, Leute, Leute, schaut euch das an. Das Mütterchen. Was ist denn da los? So, wollen wir das mal reinigen. Mal genau gucken, ob wir da irgendwas finden. Ja, ihr seht es doch schon. Das haben die doch nicht schief reingeschraubt, oder? Das haben sie doch nicht. Glaube ich ja nicht. Nein, das machen sie doch nicht. Oder? Was sagt ihr? Ist das gerade drin? Gehen wir einen Schlüssel da dran. So. Was haben sie denn hier gemacht? Ach guck mal, ist auf einmal. Auf einmal ist Stille. Kein Luftverlust mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie fest das gezogen wird. Aber es sieht mir echt krumm aus. Und das geht ja ins Kunststoff rein. Ich bin mir da nicht sicher. Boah, mehr will ich nicht. Sollte eigentlich reichen. Ja, Leute. Eine Riesenkatastrophe. Jetzt machen wir den mal wieder zu hier. Ach du große Neune. So Leute, ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen laufen lassen, denn ich kriege den Wagen immer nicht weg. Der ist einfach fest, der muss hochpumpen. Das. Ja. Ja, Leute, aber die Moral von der Geschichte, mach's dir selber, sonst lass es. Nee, ist natürlich total ärgerlich. Jetzt war es nur eine Kleinigkeit. Man muss jetzt beobachten, ob vielleicht irgendwo anders noch eine Undichtigkeit ist, denn vor der Reparatur hatte er schon einen Verlust, der halt über Nacht die Luft verloren hat. Und das werden wir natürlich weiter beobachten. Das war natürlich jetzt ganz einfach, aber auch total enttäuschend, dass das einmal krumm da drin ist und natürlich nicht dicht war. Wird natürlich beobachtet, sollte bis zur Veröffentlichung dieses Videos da nochmal was dran sein, dann drehe ich natürlich weiter, aber wenn nicht, ich denke mal, dieses Video braucht 3 Wochen, also wenn ihr das jetzt schaut, sind schon 3 Wochen rum, dann ist bis dahin alles okay, was das angeht.
Nicht, dass es sich selber aus diesem Kunststoff rausfrisst oder so. Ich weiß es nicht. Ja? Aber naja, ich glaube, die Schräubchen, die dürfen auch nur irgendwie mit 6 oder 7 Newton da reingezogen werden, weil es ist halt ein Kunststoff. Ja, neue Achse ist drin, Karosserieblech ist neu. Und vor allem das Luftfahrwerk, jetzt ist das mal Ruhe, man hört jetzt nicht zischen. Ihr habt es ja gerade gehört, das war ja unfassbar. Schon beim Vorbeifahren, wir haben uns heute früh beim Bäcker getroffen, er kommt auf den Parkplatz, ich höre schon, es zischt. Ich dachte, das war ein Ladeluftschlauch. Nein, seine Luft, habe ich gesagt, gucken wir uns das jetzt mal eben schnell an. So, eins noch, Leute. Motor ist aus und wir hören einmal ganz genau hin. Ich höre nichts, aber wir gehen trotzdem einmal kurz runter und gucken, ob da irgendwas noch zischt. Ist das normal? Hä? Ist das normal? Hört mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der linke, wahrscheinlich das gleiche Problem. Wagenheber dahin, anheben und gucken. Ich glaub's nicht, ne? Leute, und einmal hingehört. Ja, gibt's ja gar nicht, oder? Haben sie hier auch? So, wir probieren jetzt mal ohne Schaum. Einmal anziehen. Schon weniger. Zack. Und aus. Und aus. Ich weiß nicht, ist der Schlauch überhaupt tief genug drin? Boah, das ist echt weich. Ich habe so ein bisschen Angst. Ganz gerade sieht mir das auch nicht aus, oder ist das so? Die Mercedes-Leute unter euch, ist das normal, dass der hier so nicht 100 pro anliegt? So, wenn jetzt meine Hand nicht zittern würde, das wäre einfach fabelhaft. Seht ihr, unten haben wir so einen ganz kleinen Spalt. Ja, auf jeden Fall hat es hier auch gezischt. So. Na und... Vom Gefühl her hätte ich gesagt, war der ein bisschen tiefer drin, kann das sein? Das hat so eine schwarze Spur. Kann das sein, dass sie das nicht tief genug gemacht haben? So, und jetzt nochmal ganz leise. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ach, Leute. So, ich höre nichts, ne? Ja, da war das Video schon zu Ende und dann ging es doch schon wieder los. Ja, so, jetzt hört man nichts. Aber der Federbalg war auch draußen, weil die Achse neu gekommen ist. Alles ist super. Wagenheber, oh, geht immer noch nicht raus. Ich muss mir da... Oh, wie soll ich das denn machen jetzt? Warten. Ja, warten, Tee trinken. Ja, jetzt war es das aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst auf YouTube, Leute. Tschüss, euer Schrauber.